So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Darksiders 3. Und ich habe mir mal ein paar Reviews angeguckt in der Zeit, jetzt auf Steam. Und das Spiel hat immer noch zum größten Teil positive Bewertungen. Also es ist auch kein schlechtes Spiel, muss ich sagen. Aber viele schreiben das Gleiche, was ich bemängel. Und zwar, es erinnert viel zu sehr an Dark Souls als an Darksiders. Was sehr schade ist. Ja, ich meine, da habt ihr das gesehen? Ich krieg einen Hit und hab plötzlich nur noch Half-Life. Und das bemängeln viele Leute. Das soll selbst auf dem Schwierigkeitsgrad Story so sein, also auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, dass man beispielsweise von einem Boss mit 3 Hits gekillt wird. Speicherpunkte, ja, wird sich auch drüber beschwert, dass die so wirklich nur bei diesem vulgären Posten sind. Extrem nervig, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und naja, dann waren noch einige Sachen wie Grafik nicht so gut und Steuerung schwammig. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ach, guck mal, ein vulgärer Posten. Ach, guck mal, ich komme da nicht hin. Geil. Boah, weh, ich werde jetzt gekillt. Hehe. Nicht mit Fury, meine Freunde, nicht mit Fury. Rasereifragment. Und das Spiel soll wohl auch nicht sonderlich lang sein, habe ich in der Review jetzt schon gelesen, dass einige nach 12 Stunden tatsächlich schon fertig waren damit. Ist natürlich, nicht un... Oh, nein. Und vor allen Dingen dieses Gefühl, dass du schon das Kotzen kriegst, wenn du... Ja, Gegner auch nur hörst. Ich bin gleich wieder tot. Das ist doch lächerlich. Da! Das ist... Ich muss mal kurz... Dass wir keine Kontermechanik haben, ist auch ziemlich kacke. Aber okay, kann man machen. Ja, da haben die Entwickler sich ein bisschen, glaube ich, selber ans Bein gepinkelt. Aber okay, wir wollen ja keine Kritik aus... Also doch, wir wollen schon Kritik ausüben. Ja, also wir können ja sagen, was uns nicht gefällt. Ich finde es natürlich auf eine Art auch gut, dass es ein bisschen schwieriger ist, aber ganz ehrlich... Darksiders 1 und 2 hatten für mich eigentlich einen angemessenen Schwierigkeitsgrad. Da muss ich jetzt nicht noch irgendwie was Schwereres bekommen. Ach, danke. Aber ich mag ja auch Dark Souls, daher ist das jetzt für mich natürlich auch nicht ganz so schlimm. Ich muss mich halt jetzt bloß darauf einlassen, dass das Spiel halt vom Schwierigkeitsgrad her anders ist als... seine Vorgänger. Wie du willst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir bis jetzt halt zu wenig gelevelt haben. Das ist echt nervig auch. Also, genau, über die Menüsteuerung wird sich auch beschwert in den Reviews. Weil... Ja, ganz meiner Meinung nach ein WASD-Spiel, in dem man mit Enter und Escape, Backspace das Menü betätigt und Escape halt nur das Hauptmenü öffnet, ist schon ein bisschen fragwürdig. Achso, ich wollte gerade sagen, hier ist einmal einfach mal nix, aber wir haben ja einen Lurcherhaufen. So, die Frage ist jetzt dieser Flammengeist. Müssen wir den besiegen oder? Ach so, ich kann ja da drinnen nicht springen. Oh, geil. Wo kommt er denn her?
Jetzt komme ich hier raus und krieg aufs Maul, oder was? Auch cool, wo eben keine Geg... Ach so! Ja, natürlich! Hier würde ich sagen, brauchen wir die Flügel, die Krieg im ersten Teil hat. Ah, ich glaube, das hätten wir sonst nicht ganz geschafft. Okay. Ah ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das macht mir doch wieder Sorge, dass wir diesen Flammengeist besiegen müssen. Aber wahrscheinlich brauche ich da das zweite Schwert. Ich kann ja mal... wir fallen einfach runter, alles klar. Diese Dämonen würde ich auch gerne sehen. So, die aus dem ersten und zweiten Teil, ne? Die Standardgegner. Ich meine, ich spiele ja auch gerade nebenbei wieder den ersten Teil oder habe schon vor Wochen damit angefangen und zwischendurch Pause. Ich wollte eigentlich beide Teile nochmal durchspielen, bevor ich den hier starte. Hat leider nicht ganz so geklappt. Naja. Ist schon ein cooles Bild auf jeden Fall. Okay, aber ich kann hier wieder... Ich habe wieder einen Punkt gefunden, scheinbar, wo ich jetzt im Moment... Okay, ich kann den Tisch nicht brechen. Hey, guck mal, ich kann die Dinger schrotten. Interessant. Interessant. Danke. Ach so, ups. Ich sollte auch die Feuerform anmachen, wenn ich in Lava gehe, ne? Okay. Dornenfragment. Ah, guck mal. Kleiner Lurcherhaufen, toll. Ah. Ah, wir haben damit einen Shortcut freigelegt. Kann ich damit... Cool. Okay, man merkt, sie ist eine Magierin. Boah. Also, insgesamt drei Schwerter. Anscheinend. Es sind immer drei, nicht wahr? Wie? Drei Schlüssel, drei Steine, drei Schwerter. Ziemlich vorhersehbar, findest du nicht? Bist du noch bei Verstand? Natürlich. Ich mag es nur nicht, wenn der Schlüssel sich zu leicht macht. Das ist doch ein Witz. Wieder fast down. Und er kontert natürlich alles. Was ist das schon wieder für ein Assi-Gegner? Ja, trotz Super-Attacke. Das ist ein Witz. Weißt du, ich mache da meinen aufgeladenen Angriff.
juckt ihn nicht. Ich krieg trotzdem Schaden in der Zeit. Wenn die Angriffe aufladen, das juckt die einfach nicht. Das ist mir zu viel Dark Souls, ganz ehrlich. Ach so, ja, jetzt ist hier der Knochenmann wieder da. Was mir auch aufgefallen ist, oder was auch in den Reviews stand, es gibt diese Finisher nicht mehr, ne? Was ich vorhin schon erwähnt, oder was ich in einer anderen Folge schon erwähnt hatte, dass man beispielsweise die Käfer mit der Hand zerquetschen konnte, wenn man E drückt oder so. Oder einen ziemlich stark angehitteten Gegner, der schon kurz vorm Tod ist, den kommt man halt mit E finishen. Oder mit einer Aktionstaste. Das geht nicht mehr. Das haben sie rausgenommen. Das ist extrem schade. Und wieder down. Es ist, meiner Meinung nach auch kein so richtig Let's Play-freundliches Spiel. Weil du halt viele Stellen dadurch doppelt siehst. Gut, bei Dark Souls stellt man sich drauf ein. Dark Souls weiß man, das ist schwer. Dark Souls, alles klar. Ja, der Typ wird öfter sterben in diesem Let's Play. Da, es ist... Warum? Ich habe mich gerade geheilt, weißt du? Und der Typ macht mir trotzdem einfach, als normaler Gegner zieht er mir eine Viertellebensleiste ab. Ich denke, das Grüne ist Heilung. Ich krieg nicht mal Heilung. Oder täusche ich mich jetzt? Man bekommt nicht einmal Leben zurück von den Gegnern. Es ist, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich sehe das sehr kritisch. Also die Entwickler haben sich hier auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Oh ne, guck mal, da ist schon... Da, es ist wieder so eine. Weißt du, hier ist so ein Standardgegner, der mich two-hittet. Da unten ist ein Bossgegner sozusagen, so ein Zwischengegner, der mich one-hitten kann. Warum nicht? Ich meine, ich hab's ja. Ich hab Tränke. Da. Er kann blocken. Warum kann ich nicht blocken? Jetzt muss ich immer... Ihn ranlocken, weg. Und wer... Es ist lächerlich. Mann. Warum? Ah, ja. Genau. Das wollte ich auch. Ach man, es ist ja Z in diesem Teil, natürlich. Diese ramponierten Überreste können in deinem Inventar zerschmettert werden, um einen Merkmalspunkt zu erlangen. Zerschlagen, um einen Merkmalspunkt zu erhalten. Nächster Negativpunkt ist, es gibt keine Karte. Oder? Halten, um
richtigen Timing loslassen? Wo kommt... Ach, er ist das. Ja, super. Schön, dich wiederzusehen. Da, das juckt ihn auch nicht, weißt du? Das ist sozusagen meine Zauberkraft. Die juckt ihn einfach nicht. Also... Ich muss sagen, bis jetzt finde ich gerade nicht so besonders viel Freude an dem Spiel. Es tut mir leid. Ah, wo kommen die denn jetzt her? Alter, das kann doch nicht sein. Da war eben nur ein Gegner. Eine. Ach, da ist noch ein Bogenschütze. Ah, ist krass, ja. Chaos-Fragment. Nice. Es ist so ein bisschen traurig, ne? Als mächtiger Reiter fühle ich mich gezwungen, vor Gegnern wegzulaufen. Jetzt muss ich mal kurz aufs Telefon gucken. Ich mute mich mal kurz. So. Da sind wir wieder. Und... Ah. Komm schon. Oh, er kontert einfach wieder. Das ist... Ja. Ich weich aus und wer... Alter, dieses Spiel macht mich echt fertig. Ne? Ich dachte, Dark Souls ist mein Nemesis und nicht... Fucking Darksiders. Ich habe in Dark Souls momentan das Problem, dass mein Controller mit dem Kabel nicht mehr will. Ich benutze ja das Kabel vom PlayStation-Controller für die auch für den Xbox-Controller, wenn ich den mit dem PC verbinde. Und da ist das Problem, ich nutze das Kabel auch noch dazu zum Aufladen meines Handys. Und ist mal runtergefallen und seitdem ist das Kabel, zumindest im Xbox-Controller, ein bisschen mit Verbindungsproblemen. Die sind da vorhanden. Ist bei allen anderen nicht so, nur beim Xbox-Controller. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Okay. Ich wäre für einen weiteren vulgären Posten, ja? Wir haben drei. Ich will da nicht runter. Es ist ein Witz. Leute, was spiele ich hier? Spiele ich hier Dark Souls oder Darksiders? Ach, da ist plötzlich ein Bogenschütze gespawnt. Ach, da ist so ein Konter. Alter, ich krieg das. Ich krieg ein Kind. Ah, hier spawnen einfach noch mehr.
Ja, warum nicht? Ist krass. Ah, ich verstehe. Das Grüne heilt meine oder gibt mir Nephilim-Fragmente zurück wahrscheinlich. Ja. Durch die grünen Seelen kriege ich Nephilim-Fragmente. Ah, okay, ist gut zu wissen. Hä? Okay, wir sind drin. Das erste Schwert. Geil. Skelette. Die können mir nichts anhaben. Nö, sieht man, Fury, sieht man. Oh ja, epische Musik. So, komme ich hier auch raus? Ach so, wie soll ich da denn jetzt ankommen? Ja, der Weg bleibt mir noch, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Oh Mann. Ach, betende Skelette. Wird. Scheint gerade, dass ich durch eine Falle getreten bin. Ist das denn ernst? Wir wiederholen das Spiel einfach nochmal. Juhu. Mann! Schon allein, dass der alles kontern kann. Ich kann ja gar nichts machen. Ja, ich muss wirklich warten, bis er zum Angriff übergeht. Sonst kann ich ihn nicht... Lächerlich. Und natürlich kommt hier noch so einer, ja. Yeah.
Geh mal weg. Aber ich sollte vielleicht dann auch mal zum Schmied gehen, ne?